passt. Ich hoffe, ich habe. Und da haben wir sie auch endlich. Frau Croft mit Doppel. Mit Doppel G. Endlich hat sie Doppel G. Damit meine ich allerdings nichts irgendwas vom Körper. Nein, ich meine Doppelgans. Natürlich. Übrigens ist es auch sehr intelligent, wie das hier alles natürlich auch gezeigt worden ist. Ne? Man hat keine Waffe gesehen. Übrigens, hier hat man noch so ein bisschen andere Sachen. Ich glaube, das sind Fackeln. Kann das sein? Sind das Fackeln? Das sieht so fackelmäßig aus. Übrigens, die Fackeln sehen ja auch mal cool aus. Die haben ja mal eben so kein Feuer oder irgendwie sowas. Wobei, da muss ich mich dran erinnern an den, an einen der, welcher Film, von Rambo. Ich weiß allerdings jetzt nicht, welcher Teil. Ich glaube, der dritte Teil war das. Da ist dann so ein Eingeborener, so aus dem Mittleren Osten, und der fragt dann so von wegen, was ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Also ganz stumpf. So, was aber auch ganz stumpf ist, man sieht hier, dass hier die Shotgun ist. Ich meine, bitteschön, wie einfacher geht das? So, da oben ist irgendwas. Was habe ich gesehen? Das habe ich genau gesehen. Und zwar ist es, glaube ich. Ja, es ist Shotgun-Munition. Ich glaube, die normale. Ich meine, hier gibt es nämlich auch. Neben. Hier.
der einen normalen Munitionstyp gibt's, glaube ich, hier. Ja. Munitionstyp wählen. Nämlich Gewehr normale und Gewehr Schrot. Quasi, das ist, ja. Es ist einfach so. So, wir müssen speichern, weil speichern ist schön und ich bin schon wieder in irgendwas reingelandet. Apropos, ich bin gerade am Überlegen, gibt es hier irgendwelche Flammenstellen? Das wäre genial. Zumindest. Creepy Kamerafahrten, die nicht creepy sind. Da haben wir übrigens unseren werten Freund, ich nenne ihn jetzt einfach mal Peter. Der irgendwie Hunde beschwören kann. Der Hundeflüsterer. Ja, irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß aber trotzdem jetzt nicht. Oh, da ist ein großes Medipack. Was gibt's da jetzt so Wunderschönes? Muss es doch irgendwas geben. Ah, helles Licht. Oh, 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 oh. Minipack. Klein, aber oh. Ja, was gibt's hier? Hier muss es doch irgendwas geben. Ein Secret! Ich hab ein Secret gefunden! Ja! 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 Hier könnte man irgendwie, nein. Ach, übrigens, man kann hier auch, ne, kann man schnell Waffenwechsel machen. So, das wollte ich jetzt allerdings nicht. Was wollte ich nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich wollte die Statistik ansehen. Richtig. Gefundene Secrets, 9 von 10. Ja, das wäre das Beste. 9 von 10. 9 von 70 gibt es hier. Benutzte Medipacks sind 0, 68 verbrauchte Schüsse. Schon 3 Kilometer gelaufen. Wie kann ich jetzt hier entfernt werden? Danke. Gibt es hier irgendein Schwachsinnsgedöns? Das wäre jetzt das Beste, wenn da einfach mal so ein bisschen Flammen rauskommen würden. So, wusch! Direkt so ins kleines Gesicht. Ich würde mich freuen. Nein, es ist. Der Bug des Todes. Da bin ich ja. Ja. So, gehen wir mal nach unten. Nach unten haben wir immer. Ja, Lara gehört eigentlich nach unten.
Entweder unter die Erde oder oder in die Hölle. Ich nehme mal an, wenn ich dieses. Das sagte ich mir schon irgendwie, dass irgendwas kommen wird. Nein, ich nehme mal an, die Skarabäen kommen. Wenn ich da dann drauf jumpe, kommen Skarabäen. Habe ich recht oder habe ich recht oder habe ich recht? Nein? Ich habe Unrecht. Super, es ist wieder soweit. Ich spiele den Tomb Raider und ich habe schon wieder null Plan, wo, wa was, wo, i wie, wann und warum ich was machen muss. So, speichern. Das ist es auf jeden Fall nicht. Nee, von dort kam ich. Von dort kam ich. Achso, das war auch der Gang, den ich gesehen habe. Gut, oder weniger gut. Überhaupt nicht gut. Wo muss ich lang? Aha. Gut, dass ich zuerst nach unten gegangen bin. Danach hätte ich das Sekret nämlich nicht bekommen. Und das kleine Medipack. So, bevor wir irgendwas anderes machen, kleines Medipack. Weiß ja gar nicht, was das ist, aber das sieht sicherlich schön aus. Können wir be bestimmt ganz gut verkaufen. Da Lara aber nichts verkauft, weil sie zu geizig ist, ja. Peter, geh einfach nur weg. Ich glaube, du störst. So, was gibt's hier? Wieder dunstigen Nebel des ewigen Grauens. Ach du Schande, da geht's ja weiter. Ich will aber noch nicht weiter. Ich will lieber erkunden. Oh, Scheibenkleister. Da muss ich, glaube ich, gleich irgendwas machen. Falsche Richtung.
Ich weiß nicht, was ich da jetzt gemacht habe, aber es sah auf jeden Fall nicht gut aus.